Hier im persönlichen Log von Clara Daniels heiße ich euch ganz herzlich willkommen, liebe Freunde. Und wir müssen diese schrecklichen Dinge, die wir jetzt im letzten Part ja schon entdeckt haben, diese vielen Leichen und dieses schreckliche Sicherheitshologramm, weiter analysieren. Und wir analysieren jetzt auch Clara Daniels interessante Gedanken. Das kann ich nicht anklicken, habe ich nur mal versucht. Verdammte Rumtreiber. Gestern war sehr viel schwieriger, als ich mir das vorgestellt hatte. Als wir den Behälter aufmachten, hatte die Frau darin keinen Schimmer, wo sie ist. Ich weiß ja, dass eine längere Stasis zu Desorientierung führen kann, aber sie schrie die ganze Zeit nach ihrem Mann und dachte, sie wäre auf einer Urlaubsreise nach Europa. Der Doktor hat sie schnell betäubt und ihr ein Mittel gegeben, das die Stimmbänder lähmt, damit das Geschrei aufhört. War ja auch offensichtlich, dass diese Urlaubergeschichte eine Lüge war. Diese Herumtreiber würden doch alles behaupten, um aus der Nummer herauszukommen. Oh meine Güte. Wir haben heute Morgen zwei weitere Produkte reinbekommen. Transfers von einer Strafkolonie auf der Erde. Ich habe gefragt, ob ich mir ihre Akte ansehen kann, weil ich hoffte, dass es dadurch leichter wird. Aber man sagte mir, dass alle Unterlagen versiegelt sind. Und das hat dir nicht zu denken gegeben? Mehr Gefangene war das. Er hat nicht mal geschrien. Die letzten Einträge musste ich löschen. Ich habe sie nochmal gelesen, aber sie waren einfach zu schrecklich. Ich kann den letzten Mann, den wir aufgetaut haben, immer noch weinen hören. Er hat nicht mal geschrien. Er saß einfach auf dem Bett und weinte, bis die Ärzte reinkamen. Sie haben ihn markiert und mit runter zu den Labors genommen. Er hat nicht mal geschrien. Aha. Das kann doch nur ein Fehler sein. Gestern haben wir einen Behälter mit einem 10-jährigen Jungen aufgemacht. Das kann sich doch nur um einen Fehler handeln. Selbst wenn er ein Herumtreiber wäre. Er ist ein Kind. Sein Name ist Neil. Er ist unten im Reha-Bereich. Ich habe darum gebeten, ihn besuchen zu dürfen, aber sie sagten mir, es wäre leichter für mich, die Dinge einfach ruhen zu lassen. Boah. Raus aus dem Produktlager. Ich will raus aus dem Produktlager. Ich habe meine Versetzung zu den Biomen beantragt. Die Hydrokulturen muntern mich bestimmt auf. Die Bezahlung ist nicht so gut, aber wenigstens kann ich dann nachts schlafen. Okay. Biome, das hatte ich mir anders vorgestellt. Ich habe gehört, wie die in der Abteilungsleitung darüber gesprochen haben, dass sie etwas aus dem Produktlager brauchen. Sie haben schon 4 ungeöffnete Stasisbehälter im Labor, aber sie suchen ein Subjekt, das unmittelbar reagieren kann. Das ist einfach nicht richtig. Nicht einfach nur Hydrokulturen. Sie benutzen hier auch Produkte aus dem Produktlager. Ich dachte, hier geht es nur um Hydrokulturen. Wofür zum Teufel brauchen sie denn menschliche Exemplare? Sarah hat mir erzählt, dass es noch mehr Kinder in den Reha-Zentren unter den Produktlagern gibt. Heute Nacht gehe ich dahin. Diese Sicherheitsverriegelungen häufen sich in letzter Zeit. Ich werde das ausnutzen. Morgen hole ich die Kinder da raus. Eine mutige. Heute ist es soweit. Ich hinterlasse meine Einträge auf diesem PDA. Wenn ich verschwinden sollte, dann weißt du wenigstens, was passiert ist. Egal, wer das hier liest, sie müssen ihnen helfen. Bitte, bitte helfen sie den Kindern. Okay. Biometrisches Terminal. Was hat die denn hier eigentlich so auffälliges Leuchtendes? Ist das eine Taschenlampe? Eine Taschenlampe wäre bestimmt nicht schlecht. Ja, nee, hat sie nicht. Tja, ich dachte, sie hat eine Taschenlampe. Biometrisches Terminal. Ein biometrisches Türschloss muss mit einem Handabdruck geöffnet werden. Das reicht zu nicht zufällig. I think that'll just break it. Die Tür ist verschlossen. Ja, von denen wird wahrscheinlich keiner die richtige Hand haben oder das richtige Händchen haben. Du auch nicht. Nee. Oh. Ich würde mal sagen, wir sind hier jetzt soweit mal durch. Die Tür ist natürlich noch ein bisschen obskur, aber wir gehen jetzt mal wieder in den Aufzug. Denn es gibt ja noch einen zweiten Servicebereich. Habe ich gesehen. Im Aufzug. Und da fahren wir jetzt mal hin.
Vielleicht finden wir da unten ja was, um die Tür oben aufzumachen. Tam-ti-tam. Tam-ti-tam. Okay. Sehr übel. Also es ist auf jeden Fall klar, Leute, dass hier... It's getting colder. Dass das hier alles andere als angenehm ist. Hello? Someone there? Oh, da lebt noch jemand. Fahrstuhltür. Die gelbe Metalltür, der Fahrstuhl ist geschlossen und eingerastet. Fahrstuhltür, die gelbe Farbe der Fahrstuhltür bröselt ab und fällt zu Boden. Ein drehendes rotes Hologramm zeigt an, dass die Tür geschlossen ist. Fahrstuhltür. Da geht's auch lang. Serviceplattform. Ein flackerndes Licht lässt Kratzer an der Fahrstuhltür erkennen. Es scheint, als ob jemand mit bloßen Fingernägeln die Farbe abgekratzt hat. Ja, Leute, links oder rechts? Wo gehen wir hin? Geh mal nach rechts. Ich weiß, ich kann rennen, Leute, aber ich will es eigentlich nicht, weil da ist jemand, der uns Hilfe braucht. Oh Gott. Rapid Transport System. Was ist denn da? Holy Mother. Okay, da ruft jemand nach Yuri. Blutspuren. Das Subjekt hat fast sein ganzes Blut verloren, bevor es sich hier ausgeruht hat. Was blinkt denn da? Licht fällt auf entblößtes menschliches Fett, während Blut auf den Metallboden strömt. Ein rauschendes Funkgerät und eine leise Stimme sind unter der Leiche zu hören. Ah, das ist wohl die Yuri rufen. Was ist das? Drehender Ventilator. Der Ventilator dreht sich träge und weht den Gestank von Verwesung direkt in deine Richtung. Rerouting radio signal through glove suit. Aha. Hello? Is anyone there? Who is this? Identify yourself. My name is John. Maracek. I'm... John? Never mind. Yuri there. I'm sorry. He's been... He's dead. Shit. Listen to me, John. No, wait. Who are you? My name is Tyr Hensley. I'm a botanist in hydroponics. I know you have questions, but right now, we need to get to the tram. I'm not going anywhere until you explain to me what the hell is going on. There. Yes, I'll tell you everything. Mhm. Yuri Leonov, Botaniker, Biomi Labor, persönliches Datentech 934433 GNS, Sicherheitsebene 5. Wer auch immer die Thea Hanley wir versuchen mal, ihr zu vertrauen. Hallo? Kisten. In den Kisten befindet sich nichts Nützliches. Was ist da? Notbeleuchtung. Die Warnlichter werden glücklicherweise nicht von einer Sirene begleitet. Gehen wir mal durch die Tür. Do not move. Attention. Tram terminal access will be granted once biological containment protocols have completed. Tell me where I am. Wait, aren't you a crew member? Crew member? No. I don't know how I got to this place. What's the last thing you recall? My wife and daughter, we
we were on our way to Titan. And then I woke up here. That's it. I can't remember anything else. I heard rumors of Kane Corporation hijacking civilian transports and bringing them here. Where is here? The Groom Lake. It's a medical research ship. But Kane, why would they need a ship for research? They have dozens of facilities. Human experimentation. Fringe studies. Here, they can do, well, anything. What? My wife, my daughter. I need to find them. Now! I'll help you, John. But first, you need to get to the tram. Get moving. Warning. Biological scans are inconclusive. Mhm. Ja, Tia. Tia, ich hoffe, wir können dir vertrauen. Und ich bin froh, dass es da noch jetzt eine andere Person ist und nicht nur... Das ist die Bahn? Bahn heruntergefahren. Die Bahn steht wie tot auf dem Gleis. Okay, John. Hier können wir raus. Das Terminal für dieses Bahnsystem stößt ein leises elektrisches Summen aus. Können wir da hinlaufen? Ah, oh. Ah, oh. Wo läufst denn du lang, John? Geschlossener Sicherungskasten. Auf der Vorderseite des Metallkastens steht Bahnliniensicherung. Der Sicherungskasten wurde mit einem stabilen Metallschloss an der Seite des Deckels verschlossen. Hab ich irgendwas Computerterminal nochmal? Ah. Oh. Okay. Anklicken. Energielevel der Bahn. Sieht nicht so gut aus. Ladestatus. Bahn wieder aufladen. Versuch's mal. Wird geladen, inaktiv. Bahnlinienstatus. Linie aktiv. Bahnlinienstatus, Linie außer Betrieb. Okay. Okay. Und nu? What to do now? Der Sicherungskasten. Kann ich den Sicherungskasten mit irgendetwas... Kann ich mit dem Bohrer den Sicherungskasten öffnen? Wow. Echt, oder? Bist du sicher, John? Damn, that's not gonna work. Was mache ich jetzt? Geschlossener Sicherungskasten. Kann ich elektronische Zehen anhängen? Kann ich da irgendwie so, ihr wisst schon, wie bei einer Haustür so mit einer Checkkarte das aufmachen? Maybe. No. Maybe no. Ja, das hier. I don't think this will fit. Aber tendenziell wärst du es mir nicht abgeneigt gewesen. Maybe. No. Brauche ich einen anderen Bohrer oder so? Nochmal. Damn, that's not gonna work. Gibt's hier. Ah, da ist nochmal ein geschlossener Sicherungskasten. Okay, kann ich den aufbohren? Das wäre schön. Damn, that's not gonna work. Nee, der geht auch nicht. Geschlossener Sicherungskasten. Terminal. Geschlossener Sicherungskasten. Gibt's denn hier sonst... Oh, rotierende Luft... Abluftgebläse. Die Abluftgebläse rotieren langsam und saugen abgestandene Luft durch die Metallschächte.
Bahn steckt wie tot auf dem Gleis. Sie hat gesagt, wir sollen die Bahn nehmen, aber wir können die Bahn nicht nehmen. Was fehlt uns hier noch? Gehen wir nochmal zurück. Haben wir hier irgendwas? Kisten, nichts Nützliches. Oh Gott. Leichname. Hast du noch irgendwas? Irgendeine Schlüsselkarte? Nee. Kann ich irgendwas? Maybe if it. No. No, that won't work. Armer Yuri. It doesn't work like that. No, that won't work. Na, nicht schreien. I don't think this will fit. Ja, ich auch nicht. Übel. Da haben wir uns übergeben. Was war eigentlich hier Fahrstuhltür? We remind you that this is a non-smoking platform. Tampering with destroying the lavatory smoke detectors. Als ob jemand mit bloßen Fingern. Mandatory scans are to be enforced. Ich gehe mal zurück, Leute. Das Einzige, was mir sonst einfallen wird, ist, dass ich in den oberen Levels noch irgendwo was übersehen habe. Habe ich hier noch irgendwo was übersehen? Was habe ich denn da? Oh, the tram looks dark. It's got no power. Take a look around. There must be a way to get it up and running. Okay. Alright, I'll see what I can find. Okay. Sitzgelegenheit. Setzen wir uns. Die Unmengen an freien Sitzplätzen in der Bahn scheinen im Moment pervers. Also hier haben wir scheinbar nur Sitzgelegenheiten. Wir können uns nicht setzen, weil die Bahn nicht funktioniert. Die Steuerkonsole der Bahn. Ich meine, sie hat keinen Strom, ja, aber hm. Oh, Okay. Emergency Stop. Tramline Switch. Was ist denn das? Oh. Hier kommen wir. Wieso haben wir hier vier verschiedene Pfeile? Um rauszukommen. Oh. Okay, das sind wohl irgendwelche Stationen. Ja, Leute, ich bin etwas über. Fragt, kann ich hier. Nein, unser Menü geht hier nicht auf. Okay. Wir können hier nichts aufbohren oder so. Und wir können uns auch nicht setzen. Okay, da nach hinten können wir wahrscheinlich nicht gehen. Nö. Da ist Ende Gelände. Und jetzt können wir hier vermutlich. Rauf. Übelst. Ja, von denen hier hat nichts funktioniert. Gut, Leute, ich würde aber sagen, es hilft nichts. Ich muss wahrscheinlich nochmal in die oberen Stationen und mich umsehen. Und das mache ich aber. Teilweise natürlich jetzt offscreen bis zum nächsten Part und dann werde ich euch sofort zuschalten, wenn etwas auftaucht. Nee, das wollte ich jetzt nicht.
Und ansonsten, ja, wenn ich so verzweifelt bin, dass ich nichts entdecke, dann sehen wir uns spätestens hier in dieser, in diesem toten Waggon wieder. Also bis zum nächsten Part. Ciao!